eine Prinzessin. Vielleicht sind sie Geschwister. Was mich vielmehr wundert, ist, woher der Magier von ihrem Gespräch wusste. Er war nicht dabei und doch steht es in seinem Tagebuch. Lies mal weiter. Ich brachte die Frau auf ihr Gemach. Es war offensichtlich, dass sie den Prinzen kannte. Doch konnte ich auch weiterhin keine Böswilligkeit in ihr erkennen. Um sie im Auge zu behalten, befahl ich einem meiner unsichtbaren Luftgeister, sie auch weiterhin zu beobachten. Aha! Ich werde euch nun allein lassen. Ruht euch aus. Ihr werdet bei Kräften sein müssen, wenn wir euch morgen zurückschicken. Ich bin nicht hierher gekommen, damit man mich zurückschickt. Ihr wart das Instrument eines Verräters. Ich bezweifle, dass Admiral Vahim so jemanden auf seiner Festung haben will. Lasst mich mit ihm reden. Auf dem Tisch steht Wasser. Frisches Gemüse lasse ich euch bald bringen. Wir sehen uns dann im Morgengrauen. Gute Nacht. Wenn ihr nicht mit dem Admiral reden wollt, dann mache ich es selbst. Und bleibt bitte auf eurem Zimmer. Fehlen nur noch der Stab? Und nun noch die Maske. Ich bin gleich zurück. Dann im Morgengrauen. Gute Nacht. Wenn ihr nicht mit dem Admiral... Und bleibt bitte auf eurem Zimmer. Bloß nicht so lange hinsehen. Niemals. Ich bin müde. Aber wenn ich einschlafe, bringt man mich im Morgengrauen zurück nach Fasar. Das muss ich verhindern. Morgen läuft sie aus. Und ich werde ein Teil von ihr sein. Die Welt soll endgültig erkennen, aus welchem Stein ich gemeißelt bin. Wie? Man hat mich hier eingesperrt. Nach der Reise durch den Raschtulswall habe ich mehr als genug Pflanzen gesehen. Sie fühlt sich an wie Wachs. Ich muss in die Schlacht. Lasst mich mit dem Admiral reden. Es tut mir wirklich leid, aber nein. Und nun geht bitte zurück und schlaft. War sie nicht eben noch ganz still? Die Blätter wiegen im Wind. Doch weht hier kein Wind. Ein Luftgeist spielt vor dem Fenster. Hey, du bist ein Luftgeist, nicht wahr? Lass uns spielen. Lass uns Verstecken spielen. Du versteckst dich und die Magier müssen dich suchen. Ich habe eine bessere Idee. Du und ich, wir beide verstecken uns gemeinsam vor den Magiern. Was machen wir nur? In diesem Raum würden sie uns sofort finden. Thank you.
Es ist noch nicht Zeit, dorthin zu fliegen. Erst muss ich mit dem Admiral sprechen. Ist sie das? Ja, aber was macht sie hier? Admiral? Ich dachte, der böse Magier hat dich in seinen Turm gesperrt. Ja, aber ich bin aus dem Fenster gesprungen. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Was, Wachim? Nehmt mich mit in die Schlacht. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und Mut hat sie auch. Ja, aber keine Waffe. Außerdem hätte sie fast Kasim in die Hände gespielt. Das ist mir zu riskant. Ich wusste nichts von dem Plan des Prinzen. Davon hörte ich. Doch woher weiß ich, dass du diesem Mann nicht auch weiterhin unwissend zuspielst? Solange wir seinen Plan nicht kennen, werde ich kein weiteres Risiko eingehen. Was für eine Waffe brauche ich, um mit euch mitzukommen? Wir kämpfen gegen Dämonen. Etwas Geweihtes wäre gut. Bringt mir irgendeine Waffe und mein Gefährte wird sich darum kümmern. Er ist ein Geweihter. Todgeweihter. Trifft es wohl eher. Ariarchos, bitte. Warum liegt ihr bei der Draconia vor Anker? Die Luftmagier hatten uns beim Bau von Keshalri geholfen. Wir hatten gehofft, sie würden uns auch weiterhin unterstützen. Doch hier interessiert man sich nur für Elemente und Sphärenharmonie, nicht für Politik. Egal wie blutig. Das Konzil will lediglich eine Gruppe Beobachter an Bord schicken, aber mehr auch nicht. Gut. Dann gibt es jemanden, der der Nachwelt von mir berichten kann. Ha! Das wäre viel zu selbstlos für dieses Pack. Die Elementarmagier planen schon länger, sich aus den Geschicken der Welt zurückzuziehen. Sie erwarten, dass die Schlacht ihnen diese Entscheidung erleichtern wird. Mit anderen Worten, sie hoffen, dass es blutig wird und sie nie wieder ihren kleinen Elfenbeinturm verlassen müssen. Wenn es diesen Elfenbeinturm dann überhaupt noch gibt... Was weiß man über die Schlacht? Es heißt, der Dämonenmeister Borbarat plant eine Invasion der Verdammten in der Gorischen Wüste. Und Rohal der Weise stellt sich ihm entgegen. Rohals Truppen bereiten sich schon seit Monaten in Zorgan auf den großen Tag vor. Derweil dringt immer mehr dämonischer Abschaum aus Borbarats Portalen in die Gorische Wüste. Viel Aufwand für ein Gemetzel, das nur wenige Stunden dauern wird. Wie auch immer es enden wird, es wird Aventurien auf ewig verändern. Wie wird es sein, gegen Dämonen zu kämpfen? Grausam wird es sein. Es gibt nichts Schrecklicheres, als dem Wahnsinn einer solchen Kreatur ausgesetzt zu sein. Sie denken und handeln nicht wie wir. Ihre Körper sind nicht aus Fleisch und Blut. Und sie sind nahezu unverwundbar gegen herkömmliche Magie. Wie tötet man so etwas? Mit geweihten Waffen. Sehr viel Glück, Mut und einer gigantischen fliegenden Festung. Ist es gleich, was für eine Waffe ich weihen lasse? Ihr solltet schon damit umgehen können. Alles Weitere überlasst ihr meinen Geweihten. Ich bin bald zurück. Sie planen den Angriff. Ist das die Gorische Wüste? Ja. In der Mitte liegt die Festung des Feindes. Horden von Dämonen werden aus den Portalen strömen. Unser Angriff erfolgt von hier. Ich weiß nicht wie, aber ich spüre es ganz deutlich. Wir sind hier genau im Zentrum von Draconia. 7 Runen sind darauf eingraviert. Das sieht aus wie... Das ist ein Abbild der Maske. Aber was tut es hier in Draconia? In diesen Hallen ruht vieles, was man nicht erwarten sollte, meine Dame. Draconia lebt geradezu von dieser geheimnisvollen Aura.
Es ist merkwürdig warm, genau wie alles hier unten. Das ist kein normales Feuer. Es ändert immer wieder seine Gestalt. Die Hallen sind erfüllt vom Knistern der Laternen. Wir sind im Fundament der Festung. Die Säulen reichen bis ins Unendliche. Es gibt nichts weiter in diesen Gewölben, nur diesen einen Raum.